sie noch irgendwas gibt, außer Blumen natürlich. Ja. Und, naja, noch mehr Termiten. Ganz viele Termiten. Termitenkrieger glaubt natürlich zuerst dran. So, stirb. Ja, hört auf, mich hier anzukotzen. Das gehört sich nicht. Mutti das nicht beibracht, dann mach's ich. Hier jetzt links, rechts. Zwei Entbackene. Und dann ist wieder wunderbar. Hat Mama schon gesagt. Links, rechts und Entbackene, wenn du nicht folgst. Um wieder auf den schwäbischen Part von meinem Let's Plays zurückzukommen. Also sammeln wir alles ein. 1000 Ziegeln von den Viecher und so weiter. So, und da gibt es eine kleine Höhle, da gucke ich gleich rein. Schon was eigentlich verzeichnet. Nö. Hier gibt es dann eine Höhle, das wird wahrscheinlich ein Haus sein. Das hier war sein Haus. Hier gibt es dann noch ein Haus. Okay, das ist hier danach das Ganze. Die, naja, Ortschaft. Um es mal so zu sagen. Würgeranke. Ganz ehrlich. Der Platz sieht mir verdächtig nach einem Schatz aus. Dass hier irgendwo nachher ein Schatz liegt, wenn ich die Karte habe, mache ich jede Wette. Ah, Heldenkraut ist doch wieder. War das nicht? War das nicht? Ah, eine Narrenkappe, auch nicht schlecht. Diebeskunst plus 1, Silberzunge plus 1, schmutzige Tricks plus 1. Heldenkraut, auch noch wunderbar. So, dann geht's mal in die Höhle, gucken, wo es hingeht. Und dann direkt in ihr kleines Kaff. Pokepilz. Na cool, hier drin ist hell, da kann ich mir die Fackel sparen. Na, komm gleich der nächste. Hä, die kommen gar nicht zum Angriff. Ich hau die mit einem Schlag so um, dass sie einen Meter nach hinten fliegen. Das erübrigt dann das Problem. So, eine mit 40 verschlossene Kiste. So, kurz ein bisschen anders hinsitzen. So, jetzt passt's. Also den Schlüssel reicht's, wenn ich einfach mal schnell durchziehe. Das funktioniert öfters. Ah! Wow, okay. Wieder eine legendäre Waffe. Ding. Schwertklinge, Wellentänzer. Okay, das ist nachher aber nicht Waffe, die aber 60 bis 100 abschießt, nicht 45 bis 100. Okay, die ist natürlich nur ein bisschen härter wie die bei mir, aber wir sind nicht auf Hiebwaffe getrimmt, das ist ein bisschen das Problem. Ach, jetzt komm her, du blöde Taschentuch, so. Aber nimm einfach mit, Pistole da auch, vielleicht schmieden wir uns mal irgendwann selber welche. Ah, rein zum Interesse, wir haben jetzt. Naja, 76 auf Stichwaffe und 36 auf Hiebwaffe, also das ist, steht aber nicht im Vergleich. Also auch wenn die vielleicht ein bisschen besser ist, das gleiche ich mit dem Charakterwert lässig aus. Oh, ein bisschen Gold. Yes! Und noch ein Stück, ja, schön, die Arbeit getan, wunderbar. So, gibt's mein Tagessoll. Noch ein Termitenkrieger, gleich zwei davon. Ja, bis der eine da ist, dann der tot. Schon wieder kein Treffgeräusch. Also das ist jetzt in Höhle schon ein bisschen komisch. Aber ja gut, das sind Bugs, mit denen kann man leben, ganz ehrlich. Oh, was haben wir denn hier? Eine Fackel, ganz viel Gold, 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 noch mehr Gold, Gold, Gold. Kerzenleuchter, eine Krone. Cool. Pokal, das Buch, wo ihr liegt, das würde mich ja gar interessieren. Das kann ich natürlich nicht mitnehmen. Blutwurz. Sonst noch was? Nö. Okay, Krone ist jetzt was Neues. Krone hatte man jetzt noch nie. Eine goldene Maske und alles. Eine Krone für... Wow! Wer weiß, wie oft diese Krone schon geklaut wurde. 600 Gold wert. Das ist, glaube ich, der wertvollste Gegenstand, der keinen Nutzer hat. Also sowas wie... Ja. Wie jetzt zum Beispiel gerade so Idoli und so Zeug. 600! Wow! Wir haben ja schon 3000 im Moment gerade wieder. Nur unter den Gnome würde mir wahrscheinlich nicht allzu viel Lehrer, Trainer, Meister und so weiter finden. Irgendwo muss ich meinen Klingemeister finden, aber da brauche ich glaube Klinge auf 8. Ich habe ja gerade 7, oder? Genau, weil ich brauche ja 10.000 Ruhm. Das zu erhöhen, auf das spare ich mir jetzt auch meinen Ruhm an. So, Dorf der Gnome gefunden. Wunderbar, dann gehen wir doch gleich mal zum erstbesten Haus. Und zwar zum Gnom. Klasse, mit dem kann ich da nicht reden. Aber im Kahn. Schon der Chef. Wunderbar, Kumpo. Ein Mensch verirrt sich auf unsere Insel? Was tust du hier, so weit weg von deinem Stamm? Man hat mich ausgesetzt, ich bin gestrandet. Ich möchte nicht darüber reden.
Ich bin gestrandet. Ja, klingt gut. Ich bin hier gestrandet. So. Und jetzt bist du auf der Suche nach neuer Ausrüstung. Du willst doch nicht etwa bei uns stehlen, oder? Nein, keine Ahnung. Niemals. Keine Angst, du kannst deinen Kram behalten. Das musst du, kleiner Langfinger, gerade sagen. Ist immer so nett. Ach, nehm es immer freundlich heute. Keine Angst, du kannst deinen Kram behalten. Oh, das ist sehr beruhigend. Du bist ganz allein hierher gekommen, ja? Du bist schon viel zu neugierig. Ja, ich bin allein. Meine Leute sind schon unterwegs hierher. Du bist mir viel zu neugierig. Du bist es doch, der die Ruhe unserer Abgeschiedenheit stört. Daher darfst du dir meine Fragen ruhig gefallen lassen, finde ich. Ha, klasse. Was kann ich für dich tun, Fremder? Ich will diese Insel so schnell wie möglich wieder verlassen. Kannst du mir was über eure Kultur erzählen? Für einen Gnomen sprichst du meine Sprache ziemlich gut. Wusstest du, dass auch die Menschheit Diebe nennen? Ach, dass euch die Menschen Diebe nennen. Diebeskunst 100! Boah, aber dem müsst ihr was ordentliches klauen können. Aber 100 ist ja, krank. Für einen Gnom sprichst du meine Sprache ziemlich gut. Das ist nur logisch. Ich bin schon sehr alt und musste eure Sprache auf meinen vielen Reisen lernen, um zu überleben. Ihr seid die am weitesten verbreitete Spezies auf dieser Welt. Genauso verhält es sich mit eurer Sprache. Das klingt logisch. Ja, eigentlich das alles andere ist nur noch Infos über Kultur und so weiter. Damit ziehe ich das jetzt alles nur unnötig in die Länge, das muss ja nicht sein. Aber ich schleiche mich mal dezent rein. Ich würde ja nie was klauen, ich gucke mich hier nur im schleichenden Zustand mal um. Ach, wollt ihr mich verarschen, komme ich hier gar nicht rein. Aber, dazu habe ich ja schließlich meine kleine, feine, behaarte, pelzige Geheimwaffe. Eigentlich sollte ich ja in alle alte Dungeons nochmal, um eben dadurch die ganze kleine Löcher, Poplan, für was auch immer, Fokopilz, Pokal, Tür, die ich nicht öffnen kann. Einfach da, gut, da hätte ich wahrscheinlich den Schlüssel dazu gekriegt. Gut, hier ist nichts mehr. Gut, nichts allzu Wichtiges. Bowplan für einen Plankenbrecher erhalten, okay. So, jetzt mal gucken. Boah, in dem Dorf droppt an manche Stelle die FPS ganz schön, das muss ich echt sagen. So, nur die zwei auch noch mit. Hühnchen ist gesund, auch wenn es Truthähne sind. Natürlich das Blümchen auch wieder mitnehmen. Was gibt's hier? Tantan, mullo mullo Tantan. Schon gut, keine Ursache. Ach so, das war der, wo wir vorhin geredet haben. Okay, das Speicher da drin läuft nämlich einer rum. So, das Äffchen wieder aussetzen. Und rein mit dir. Me Luki Luki? Nix Luki Luki. Was, eine Fluchpuppe? Boah, der will mich angreifen. Ah gut, die rennt nur da rein und Blick ist. Ach, er verteidigt mich jetzt. Und eine Liane. Okay, also es geht doch nicht. Ich kann das einfach so klauen. Die sind wahrscheinlich ziemlich gleich stark. Die hört sich jetzt, glaube ich, ein paar Stunden lang einhacken, oder? Ja. Khalil gewinnt. Ah, okay. Ich gaga, du nix da. Das sehe ich also. Gut, da hoch gehe ich nachher dann. Jetzt gucken wir ja erstmal alle Häuser durch. So, wen nehmen wir hier? Nuri. Hatu, Homie. Me, Nuri. Hallo, Nuri. Wie sieht's aus? Tugipi, Nuri, Dingi, Ini. Dako, Walla. Bleso, Bleso. Genau. Kannst du mir vielleicht helfen? Ich brauche Hemden. Na? Okay, du verstehst nicht. Versuchen wir das. Ich suche Dinge, du Kumpel Nuri, die du mir geben Dinge, ja? Mi Luki Luki Dingi, Kumpel Nuri, tu Gigi Dingi Homi. Silberzunge 50 habe ich nicht, oder? Ich bin noch. Verflucht. Ich suche Dinge. Du Kumpel Nuri, du mir geben Dinge, ja? Dingi Dingi? Nuri Blemo. Was? Gibi Dingi Dingi, da go balla. Ich verstehe kein Wort.
Zeig mir wenigstens mal deine Sachen. Zeig mir wenigstens mal deine Sachen. Gibi Dacoballa. Oder auch nicht. Dacoballa. Habe ich schon mal gehört, aber verdammt, was könnte das sein? Verständnisprobleme. Vielleicht habe ich da was für dich. Oh, Nuris Mila. Goldmünzen, Perle, goldener Ring, Teller. Ich hatte vorhin eine Feder gekriegt, warum ich die in dem nicht anbiete. Eine schöne glänzende Goldmünze. Dingi, 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 kaka. Was? Jetzt werd mal nicht unverschämt. Das ist immerhin aus Gold. Nee. Ganz schön verwöhnt, was? Diese schöne Perle. Gib dir Palafamo. Gib die Daco Daco. Also das gefällt dir. Aber es ist dir noch nicht Daco genug, hä? Einen schönen goldenen Ring. Nee. Nicht? Kulki Famo. Kulki nee Daco. Na schön, wenn du meinst. Diesen runden goldenen Teller. Nee. Wie nee? Das ist doch toll. Gib die Daco Kulki. Daco Balla. Ach, na gut, dann nicht. Okay, dann muss ich jetzt irgendeines haben, den mir übersetzt. Ich lasse hier mein Äffle nochmal rein. Hier liegt auf jeden Fall wieder eine Liane und ein Pokopilz rum. So. Goldbrocker haben wir hier. Er will kein Gold, aber Goldbrocker hat in seiner Bude rumliegen. Wieder eine verschlossene Truhe, Jadestein. Ich kann da nicht rein, oder wie? Auch wenn ich... Nee, das geht nicht. Ah, jetzt auf einmal doch. Oh, fuck, mit 90 verschlossen. Leck mich fett, du. Huh, das ist natürlich hart. Jetzt frage ich mal den Alten da oben nochmal. Oder war das der hier? Ja, genau, was das heißt. Ich will diese Insel so schnell wie möglich wieder verlassen. Die nächste Insel von hier aus gesehen ist Takarigua, Fremder. Man könnte es mit einem Gefährt mühelos erreichen. Sogar mit einem Floß. Da bin ich ja schon dabei. Jaffa will mit mir diese Insel auf einem selbstgebauten Floß verlassen. Oh ja, Jaffa versteht sein Handwerk sehr gut und ist eine treue Seele, wenn er sich einmal für einen Meister entschieden hat. Deine Wahl war sehr weise, Fremder. Gut. Du willst, dass ich sein Meister werde? Du brauchst Hilfe und er braucht einen Travomatar. Ohne Führer und Ausbilder fürchte ich, wird mein Piwi nicht weit kommen. Ich bin zu alt und kann ihn nicht mehr begleiten. Gut, mein Handy klingelt, wunderbar. Okay, das ignorieren wir jetzt mal getrost. Ja, ich mach's mal kurz auf lautlos, tut mir leid. Gut. Soll vorkommen. Normalerweise mache ich es davor eben aus, aber ja gut. Also, was können wir hier? Es wird mir eine Ehre sein, seine Ausbildung zu übernehmen. Mulus Mila, das höre ich gerne. Aber ich muss dich warnen, Fremder. Er hat für einen Gnom seines Alters noch viele Flausen im Kopf. Ach. Na, das kann ja heiter werden. Ja. Was muss ich tun als Jafars Matar? Lehre ihn deine Sprache, schütze sein Leben und führe ihn zu seinem Auri Kulki. Wenn der Tag gekommen ist, da er es gefunden hat, ehre seinen Erfolg und erteile ihm seinen Rang. Okay. Was ist sein Auri Kulki? Welchen Rang soll ich Jafar verleihen? Wenn er das Auri Kulki erlangt hat und seinem Meister zeigt, ist er kein Piwi mehr. Er kann dann selbst zum Matar ernannt werden und andere Gnome ausbilden. Jaffa loben und zum Matar ernennen. Okay, alles klar. Ja, das ist machbar. Was wird Jaffas Aurikulki sein? Das weiß nicht einmal er selbst. Doch er wird es erkennen, wenn er es sieht. Muss es aus Gold sein? Nicht zwingend, aber von unschätzbarem Wert. Schließlich muss er es den anderen Gnomen zeigen und sie damit beeindrucken. Nur so erlangt er Ehre. Ist es nicht gut genug, kommt er nach seinem Tod nicht in die nächste Welt. Verstehst du? Nicht so ganz. Das macht nichts.
Wenn die Zeit Klasse. Kommt, wirst du es verstehen. Boah, jetzt bin ich kurz durch dieses Handy geklingelt ganz raus. Mir reicht's. Ich denke, ich hab's kapiert. Denke immer daran. Du trägst ab jetzt die Verantwortung für Jafar. Wenn er seine Mission nicht erfüllt, hast du als sein Matar versagt. Toll. Ich wünsche dir viel Toll. Erfolg. Okay. Wie verhindere ich eigentlich, dass Jafar mich oder meine eigenen Leute beklaut? Das ist schon mal eine gute Frage. Wie verhindere ich eigentlich, dass Jafar mich oder meine eigenen Leute beklaut? Das Sammeln von wertvollen Gegenständen liegt in unserer Natur. Einem Gnome zu verbieten, Schätze zu sammeln, ist so, als ob man ihm verbieten würde zu atmen. Am besten lässt du nichts Wertvolles unbeaufsichtigt herumliegen. Klingt nach Ärger. Classic. Kann ich jetzt hier eigentlich auch rein? Ich muss hier glaube nur genau gerade reinlaufen. Ah ja, okay. Ich, oh Mann, Wege 3 jetzt.